Der langjährige Basketballprofi Dennis Kramer ist mit 31 Jahren bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Sein letzter Club BG Göttingen bestätigte dies auf seiner Website. Dort spielte Kramer bis zu seinem Karriereende vor 2 Jahren. Die gesamte Göttinger Basketballfamilie wird Kramers großes Herz, seine offene und humorvolle Art sowie seine immer positive Einstellung sehr vermissen. Er hinterlässt eine große Lücke und wird fehlen, schreibt der BG Göttingen. Kramer nahm bis 2021 an insgesamt 188 Spielen in der Bundesliga teil. Diese Spiele bestritt er unter anderem für EWE Baskets Oldenburg, TBB Trier und BG Göttingen. Laut dem Polizeibericht ereignete sich der Unfall am Sonntagabend im Landkreis Göttingen. Demnach soll Kramer von der Straße abgekommen sein und sich mehrfach überschlagen haben.